Friedhelm Funkel nahm den gefeierten Helden für ein paar passende Worte gleich einmal zur Seite. Er habe Dodi Luke Bacchio gesagt, dass er Bleischuhe anziehen soll, um auf dem Boden zu bleiben, berichtete der Trainer von Fortuna Düsseldorf und schmunzelte. Die Laune bei Funkel nach dem überraschenden 3:3, 1:2 des mutigen Aufsteigers beim FC Bayern München war bestens, genauso wie bei Luke Bacchio selbst. Für seine Leistung und seine 3 Tore, 44., 77. und 90. 3, habe er eigentlich nur ein Wort, meinte der junge Belgier strahlend, unbelievable, es war in der Tat unglaublich, was der 21-Jährige in der Allianz Arena zeigte. Der pfeilschnelle Angreifer, den die Fortuna im Sommer vom FC Watford ausgeliehen hat, degradierte die indisponierten Münchner Nationalspieler Niklas Süle und Jerome Boateng zu Statisten. Wer ist der junge Mann, der sich da so eindrucksvoll ins Rampenlicht geschossen hat? Neymar und Henry sind Vorbilder für Luke Bacchio. Luke Bacchio, ein Bewunderer von Neymar und Thierry Henry, stammt aus der 33.000 Einwohnerstadt Isse in Flandern, hat kongolesische Wurzeln und war vor seiner Zeit in Düsseldorf zwar als Talent, aber noch nicht als absoluter Goalgetter aufgefallen. In 33 Erstligaspielen in Belgien für den RSC Anderlecht und Sporting Charleroi schoss er 4 Tore. Im Januar verpflichtete der FC Watford den belgischen U21-Nationalspieler für 5 Millionen Euro, beim aktuellen Tabellenneunten der Premier League durfte er bisher nur einmal ran. Nach dem Leihdeal im Sommer, der dritte in Luke Bacchios Karriere, bewertete Funkel den Neuen noch vorsichtig, er hat ein großes Entwicklungspotenzial und soll bei uns an die Bundesliga herangeführt werden, hielt er fest. Es klappte schneller als gedacht. Bei Bayern erzielte Luke Bacchio seine Saisontore 3 bis 5, auch im DFB-Pokal überzeugte der Youngster mit je 2 Treffern bei seinen beiden Einsätzen gegen Koblenz und Ulm. Fortuna Düsseldorf ohne Kaufoption, das fühle sich wie ein Sieg an, sagte Torwart Michael Rensing einst selbst in München aktiv bei Sky, da gibt es nichts Schöneres, zwar blieb die Fortuna auswärts weiter sieglos und befindet sich nach wie vor im Tabellenkeller in prekärer Lage. Doch das 3:3 beim Rekordmeister sei von der Moral her gar nicht hoch genug zu bewerten, ergänzte Funkel. Wie lange die Fortuna noch Freude am Mann des Tages haben wird, ist offen. Angeblich gibt es keine Kaufoption für Luke Bacchio. In dieser Form dürfte er ohnehin ein Kandidat für größere Clubs sein. Doch noch darf Funkel sehr glücklich sein, dass wir ihn haben. Jetzt die Sport1-App herunterladen.